hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Super Meat Boy. Jetzt stehen ja noch einige Welten hier in Dark Rapture aus. Gehen auch noch einige Verbände aus, aber ich würde jetzt erstmal die Welten machen, die noch ausstehen. Und wir fangen mit 5-3X Bank an. Da gab es, soweit ich weiß, auch kein Pflaster. Nein, 5X gab es das erste. Ich habe mir ein Video dazu angeschaut, damit ich ungefähr weiß, was ich hier zu tun habe. Weil ich selbst habe das einfach nicht hinbekommen. Und schon habe ich es verkackt. Oh, toll. Weil diese Teile da, die sind einfach fies. Er ist hochgegangen. Wenn sie gerade hoch sind, wie hat er das denn gemacht? Irgendwie klappt das bei mir nicht so wie bei dem. Er ist hier hochgegangen und dann ist er rüber. Hä? Ja, ich bin mir sicher, dass ich dasselbe Timing hatte. Sie sind gerade hoch. Also irgendwie klappt das bei mir überhaupt nicht. Und was mache ich hier anders? Ich sag, bei mir klappt das nicht. Das hat bei dem so einfach ausgesehen. Ich muss das jetzt hinbekommen, dieses Timing. So. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie er das gemacht hat jetzt. Echt nicht. Hä? Ich bin jetzt hingegangen und dann hat's geklappt? Was zum... Aber warum klappt es bei mir nicht? Ich werde die ganze Zeit total nach unten gedrückt. Oder nach oben. Probier's mal auf der anderen Seite. Also, ich habe wirklich keine Ahnung, wie er das jetzt gemacht hat. Auf der rechten Seite. Zack und zack, das kriege ich noch hin. Vorsichtig. Schlüssel sammeln. Jetzt runter. Wieder warten. Oh, wenn sie so waren, hat das gemacht. So. Warten mal ab. Ich kapiere es nicht. Wie hat er das da drüben gemacht? Muss das jetzt probieren, bis der Sprung klappt? Oh wow, es hat geklappt. Also so geht das. Nein! Wieso bin ich jetzt an der Blöden? Ah, sie müssen über der Hälfte drüber sein. Verstehe. So. Dann kriegt man den Sprung hin. Nein! Wieso bist du nicht gesprungen, Meat Boy? Warum? So, über der Hälfte drüber. Oh, hat nicht geklappt. Ich hasse diese Schwerkraftteile. Das war knapp. Das war wirklich knapp. So, Schlüssel einsacken. Runter. Okay, jetzt springen bitte, Meat Boy. Und noch mal sicher spielen. Knapp. So, kommt wieder nach oben. Zack, zack. Das hätte ich. Gut, runter. Und jetzt noch Richtung Bandage Girl. Das Video hat echt geholfen. Damit hätten wir dieses Level abgehakt. Allerdings muss ich mir für die anderen Level auch noch Videos ansehen. Das heißt, ich werde das hier alles irgendwie ein bisschen zusammenschneiden. Bis da irgendwann ein Paar zustande kommt. Weil ich bei denen ich keine Ahnung hatte, wie ich sie spiele, muss ich mir bei jedem ein Walkthrough ansehen. Das muss ich jetzt wirklich zugeben. Ja, das ist dann der es schafft. Echt, also die linke Seite fand ich eigentlich relativ leicht. Aber die rechte Seite, die fand ich wirklich hart. Zurück zur Karte. Dann sehen wir uns wahrscheinlich gleich im Level Nummer 11 wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hab mir ein Video dazu angesehen. Dann gucken wir mal, ob das so klappt. Ich will es mit Pflaster versuchen. So, erstmal hier gibt es einen einfachen Weg. Einfach über den Berg, aber nicht zu hoch springen. So, dann hat jeder den Wandsprung gemacht, um den Knopf hier zu drücken. Und dann bin ich schon gestorben. Oh, ich bin zu hoch gesprungen, wie es scheint. So. Hier, Knopf drücken. Ah, oh, das ist gar nicht so leicht.
Und dann muss man den dieses Schwerkraftding. Da würde ich jetzt hochspringen. Na komm. Jetzt habe ich es nicht erwischt. Oh, ich finde die Schwerkraftdinger so schwer. Das passt. Ist so schwer, mit denen umzugehen. Jetzt bin ich zu wenig geflogen. Mal sehen, ob ich das hinbekomme. Das Webtür ist echt schwer. Und... nee, so klappt das nicht. Ich muss weiter oben den Wandsprung ansetzen. Kommt hoch. Nein, wieso fliege ich die ganze Zeit so kurz? Soll ich doch von hier. Aber das ist so. Ja, dann fliege ich nämlich von zu weit oben und das Schwerkraftding tut mich nicht mehr tragen. Also es war durchaus wirklich nicht hoch. Du willst mich gerade verarschen, Spiel. Gut. Und ich hab das Gefühl, ich muss niesen. Na toll, das hat mich jetzt so abgelenkt, dass ich in die blöde See gerannt bin. Wenigstens kann man sich immer den ersten Weg leicht machen. Ich glaube, das hat mir auch Blaze schon beigebracht. Gut, hier hätten wir es. Ich werde dich gar nicht mitnehmen. Oh, und das war schon zu kurz, weil hier hätten wir dann nämlich reingemusst. Ich habe wieder das Gefühl, dass ich niesen muss. Das heißt, es muss auf Anhieb klappen. Nachdem ich den Knopf gedrückt habe. Ich krieg's gerade einfach nicht hin. Nicht so, wie die es gemacht haben. Ich habe mir ein paar angesehen. Weil ich... ne, so klappt das bei mir aber nicht. Wieso bin ich jetzt in die Säge gerannt? So. Och, nicht schon wieder. Ich muss wirklich ein bisschen weiter oben den Wandsprung ansetzen, wie es scheint. Ja. Oh, aber ich werde hier nie richtig weg. Ja, Moment mal, welchen Knopf hat er gedrückt, damit es dann da aufging? Ich sehe keinen Knopf. Hä? Seht ihr noch einen weiteren Knopf? Ich habe da noch einen anderen Knopf gesehen. Der hat das aufgemacht. Der hier. Der muss es dann hier wohl aufgemacht haben. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass der den nicht gedrückt hat. Der in dem Video, das ich angeschaut habe. Ach, jetzt komm schon. Das ist jetzt wirklich nicht witzig. Wieso? Ich bin noch echt nicht hoch. Jetzt hätte ich gut sehen können, ob's. Halt, nee, ich denke, ich den Witz ja nicht gedrückt habe. Also das finde ich jetzt gerade wirklich nicht witzig. Ich meine, es ist der einfache Weg, aber trotzdem. Ich würde jetzt gucken, was das Ding aufmacht. Gut, ich versuche wenigstens Bandage Girl mitzunehmen. Probieren wir es halt erstmal ohne das Pflaster. Weil ich bin mir absolut sicher, dass der diesen Knopf nicht gedrückt hat. Oder es ist keine Ahnung, wer gespielt hat. Sie haben alles ohne Stimme. Diese Meat Boy Walkthroughs. Wir haben normalerweise einfach die Recaps aufgenommen. Hi, das war knapp. Das hat wieder nicht geklappt, weil das mit diesem Teil einfach nicht klappt. Wie haben die das Ding gemacht? Kommen die doch von hier? Nee, das kann nicht sein. Von so weit oben wird man von dem nicht genommen. Das mag dich nicht. Wird immer in die andere Richtung gebracht. Jedes Mal. Muss ich vielleicht gleich, nachdem ich den Knopf gedrückt habe, nach links lenken? Das ist das Einzige, was mir echt einfällt hier. Nur ist so weit links gewesen. Ich will dieses Level jetzt schon gerne schaffen. Wenigstens das. Das Pflaster brauche ich jetzt noch nicht. Das kann ich mir auch später noch holen. So. Ich werde schon wieder in die falsche Richtung gebracht. Ist es wieder vorbei. So, jetzt muss ich wieder warten, bis es vorbei ist.
Und gestorben. Toll. Und zack. Hopp. Und wieder. Diese Schwerkraftdinger sind Trolle. Ich weiß nie, was die wollen. Ich drück einfach mal den Knopf. Seht ihr, ich krieg's nicht hin. Ich krieg das verdammt nochmal nicht hin, dass das nicht in die richtige Richtung bringt. Wie haben die das denn gemacht, dass das sie so schön nach oben bringt? Mann, wie ätzend. Vielleicht muss ich den richtigen, halt Grad dieses Rings abwarten. Schon wieder! So, ich warte jetzt bei allem. So, dieser Knopf. Dieser Knopf. Und so weit. Aber das scheint der Weg zum Pflaster zu sein. Das ist schon mal gut zu wissen, dass der auch ziemlich weit lang aufbleibt. So, erster Knopf gedrückt. Oh! Hier rein. Versuchen nach oben zu kommen. Oh, jetzt bin ich so langsam gewesen, bestimmt. Obwohl, es bleibt wirklich lang auf. Ich scheine ja einen ziemlich viel Zeit zu lassen, da reinzugehen. Hopp. Das hat nicht geklappt. Das hat nicht geklappt. So, wir haben jetzt ungefähr die Lösung. Jetzt müssen wir es nur noch ausführen. Nee, wenn ich so weit nach links gehe, klappt das erst recht nicht. Ich muss also nach rechts gehen. Wieso bin ich denn jetzt so weit geflogen? Och, Meatboy, du regst mich auf. Erster Knopf. Zweiter Knopf. Nein, jetzt wäre ich an der Wand gewesen. Aber ich habe gedacht, ich schaff's nicht und habe in die falsche Richtung gelenkt. Ich sag, wenigstens können wir uns den Teil da unten sparen. Zack und zack. Das konnte ja nicht klappen. Es gibt noch so viel Dark Webchen zu tun und das ist bestimmt noch eins der einfachsten Level. Ui, jetzt war ich etwas lahm. Nein, ich darf hier nicht nach links lenken. Wieso lenke ich wieder nach links? Das bringt nämlich nichts, nach links zu lenken. Erster Knopf drücken. Zu weit. Dann hat er einfach so wenig Zeit. Bin ich so fies. Erster. Zu weit nach rechts gelenkt. Ach du meine Güte. Dieses Ding geht mir echt auf die Nerven gerade. Ich hoffe, ich schaffe sie bald. Nein! Jetzt darf ich wieder warten. Und ich noch eine Chance auf das Pflaster habe. Komm, 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 komm. Knopf, erscheine. Nein, ich habe schon wieder nach links gelenkt. Wieso tue ich das? Nicht mehr nach links lenken. Oh, das muss ich mir wirklich merken. Aber das ist gerade irgendwie so ein Reflex. So. Wahrscheinlich wegen dem da. Wir haben es hierhin geschafft. Und es war zu langsam. Okay, ja, ich nehme dieses Bandage Girl mit. Und den Rest des Parts würde ich sagen, versuchen wir noch dieses Pflaster zu kriegen. Ich denke, man könnte auch einen Sprung machen bei dieser einen Säge. Trotzdem, dass da hochkommen. Ich frage mich, wie die das gemacht haben, ist die da sofort. Okay, ich will es wiederholen. Das ist Y. Wir probieren jetzt nochmal mit Pflaster. Und den Rest des Parts. Zack, zack. Das hätte fast geklappt. Oh, das jetzt hätten wir sogar eine Glitchwelt gehabt, aber ich war plötzlich nervös, weil die Sägen so komisch waren. So. Zack, zack. Und das hat wieder nicht hingehauen. Wieder über den Berg. Sprung. Sprung. Ja, ein Zombie-Meatboy vorbei. Toll, ich dachte, die geht ein bisschen weiter nach oben. Du blöde Säge. Wie wollte so kurz gehst. Rüber.
Und an den Segen zerplatzen, natürlich. Wie sollte es auch anders sein? Rüber. Rüber. Oh, es hat geklappt. Es hat tatsächlich mal geklappt. Verdammt nochmal! Jetzt habe ich gedacht, ich muss springen, aber ich hätte laufen sollen. So. Und wieder gestorben. Vielleicht kriege ich das ja tatsächlich mal jetzt hin mit dem richtigen Timing und diesem Anti-Schwerkraft-Teil und nicht im Schaum sterben. Blöder Industrieschaum. Hier ist richtig Smog im Hintergrund. Hier ist alles dunkel. Jetzt kriege ich es nicht mehr in den Berg hoch zu kraxeln. Echt jetzt. Erster Knopf. Jetzt hat er mich wieder nach oben gebracht. Und jetzt haben mich die Segen wieder umgebracht. Wenigstens schaffe ich es jetzt rüber. In 2 von 3 Fällen oder was weiß ich, wie viele das waren. Wieso hat er mich jetzt überhaupt nicht getragen? Und zack. Und hopp. Und wieder falsch gemacht. Gott, man kann nicht über den drüber springen. Man hat hier einfach viel zu wenig Zeit, um zu reagieren. Das muss hier wirklich sitzen, dieses Pflaster. Ich habe immerhin den Knopf gedrückt. Leider hat mir das nichts gebracht. Oh, das sind schon Daumenschmerzen. Nicht! Okay, das war's. Da kann ich mir auch gleich den Zombie-Mikro stürzen. Doppelgänger, wie sie heißen, aber da sie für mich so zombieartig aussehen, sage ich immer Zombie-Mikro zu denen. Verdammt, ich hab's vielleicht geschafft. Wieso bin ich hier wieder gesprungen? Dumme Reflexe. Ich springe immer wahrhaftig in meinen Tod. Hopp. Und zücke. Hat er mich eben schön getötet. Das muss ich schon zugeben. Das sah schon ziemlich schön aus. Über. Das hat nicht geklappt, aber ich habe hier noch einen weiteren Versuch. Ich muss nur warten, bis der Knopf kommt. Erstmal das. Hier. Das klappt nicht. Wusste ich doch. Das konnte ja wieder nicht klappen, weil er mich wieder weggebracht hat. Oh, also dieses Pflaster ist schwer wegen dieser Schwerkraft-Ding, das die ganze Zeit nicht das macht, was man gerne hätte. Und hopp. Mal schauen, ob ich das noch... Oh, jetzt habe ich den Knopf gedrückt und habe nicht wirklich aufgepasst. Dann warten wir mal. Wir wollen ja keine Part-Time hier schaffen. So. Oder? Oh nein! Ich hab mich wieder in die falsche Richtung gebracht. Wenigstens habe ich es zurück geschafft. Komm. Schon wieder. Ich muss ein bisschen weiter nach rechts, wie es scheint. Na komm. Da. Ah! Ja, ich hab's darunter geschafft. Nein! Die haben mich alle erwischt. Alle einzelnen. Man muss jetzt auch noch an das Pflaster rankommen. Ich frag mich, ob das mit einem anderen Charakter als Meatball vielleicht ein bisschen machbarer ist. Frag sich nur mit welchem. Ich habe jetzt diesen 90-Pflaster-Charakter freigeschaltet. Vielleicht wäre der ja hilfreich. Soweit ich weiß, kann der sich aber. Hat der als Spezialfähigkeit einfach nur, dass er sich an die Decke klemmen kann. Und das ist hier eigentlich nicht sinnvoll. Weil es hier nicht wirklich eine Decke gibt die meiste Zeit. Hoch. Klappt nicht, klappt nicht, klappt nicht. So. Aber ich hab's wenigstens zurückgeschafft. Na toll. Ich habe zwar nicht mehr viel Zeit auf meiner Uhr, aber ich will's trotzdem noch ein, zweimal probieren. Weil ich war jetzt schon mal ganz in der Nähe vom Pflaster. Vielleicht krieg ich das nochmal hin. Nee, das war's wieder nicht. Ich hab wieder zu sehr nach links gelenkt. Ich sag so, mein Ehrgeiz ist jetzt schon geweckt worden. Das konnte ja nicht klappen. Wie kriege ich... Ich habe das einmal hinbekommen, dass ich das wie den Videos gemacht habe. Zack. Zack. Und ich werde die ganze Zeit in die falsche Richtung gebracht. Nicht nach oben, sondern entweder nach rechts oder links. Aber ich habe nicht wirklich eine Ahnung, wie die Dinger funktionieren.
Ja, ich bin schon wieder nach links gebracht worden. Ich versuche einfach nur, über ihn drüber zu schweben. Aber nein. Die tun nicht das, was ich will. Das ist mein bester Shot hier, echt. Nein, wieso bin ich denn jetzt an denen gestorben? Noch ein Versuch. Was zum... Jetzt hat er mich überhaupt nicht getragen. Die Dinger sind schlimm. Die Stacheln sind schlimmer, gebe ich zu, aber... Ihr seid wirklich übel. Na toll. Wieder hier sterben. Der nächste Zombie-Meatboy auch gestorben. Nächstes sterbe ich nicht mehr, indem ich hier hochgehe. Rüber. Stachel. Hey, es hat geklappt. Nein! Warum? Ich muss anscheinend wirklich ganz schnell da durchrennen, sobald es unten ist. Klappt nicht. Ich muss es irgendwie zurückschaffen. Hat nicht geklappt. Wir haben eigentlich nicht mehr Zeit in dem Part. Ich würde es aber so gern noch schaffen. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Zu viel. Das hat echt viel zu viel Zeit gekostet. Kopf drücken, rüber und sterben. Ich habe erwartet, dass das nicht so richtig klappt. So. Ich muss anscheinend doch die 2-3 Schritte laufen, bevor ich den Sprung mache. Ansonsten bin ich nämlich zu weit unten. So. Und wieder nicht geklappt. Versuchen wir es wenigstens zurück. Nö. Wenn es wenigstens immer auf Anhieb klappen würde, würde die Schwerkraft heilen. Aber nein! Und da haben wir ja noch nicht das Pflaster. Und wieder sind wir beide aneinander gestorben. Vor allem, wenn man hier versagt, dann kann man dahinter sagen, dass man wieder stirbt, weil man es so selten zurückschafft. Jetzt habe ich es wieder falsch gemacht. Top! Zack! Das hat endlich mal geklappt. Und ich versag hier. Ich habe zu viel Zeit gelassen. Ja, ich habe mir zu viel Zeit gelassen. Okay, Leute. Wir machen das anders. Da ich es jetzt schon zu Genüge gesehen habe, werde ich hier jetzt gleich weiterspielen, bis ich dieses Pflaster geschnappt habe. Und ich schneide euch das dann einfach zurecht. Also, wir sehen uns dann wieder, sobald ich das Pflaster geschnappt habe. Bis dann. Und da hätte ich das Pflaster eingesackt. Ich habe mir auch noch mal ein Video angeschaut, wie genau das ging. Und der hat eigentlich eine andere Taktik probiert. Die werdet ihr hier auch noch ein paar Mal sehen, die ich versuche zu machen. Aber die hat überhaupt nicht geklappt, weil diese Schwerkraft halt nicht so funktioniert wie ich. Also habe ich es mit der Taktik gemacht, die ich die ganze Zeit auch weiter versucht habe. Und dann hat es endlich geklappt. Ist jetzt doch schneller, als ich dachte. Aber die paar Fehlversuche werde ich dann wohl doch rausschneiden. Weil ihr seht es ja jetzt im Level Recap. Damit sage ich vielen Dank fürs Zusehen, schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.